Wir sind gespannt, was jetzt passiert. Bist du bereit, nochmal deinen Song für uns zu performen? Ich möchte kurz was dazu sagen. Ich bin überwältigt. Ich bin nicht wirklich in der Verfassung, diese Wahl anzunehmen und muss deshalb, ich gebe meinen Titel an Ann-Sophie und muss deshalb, ich gebe meinen Titel an Ann-Sophie. Nach Wien fahren, weil du das Gefühl hast, dass das nicht deine Welt sein könnte? Ich denke einfach, dass sie viel geeigneter und qualifizierter dafür ist. Ich bin ein kleiner Sänger und ich gebe meine Wahl. Okay, das ist jetzt, glaube ich, wirklich Achterbahn der Gefühle. Vor allen Dingen jetzt in dem Moment nehme ich an für dich. Habe ich jetzt? Aber fahre ich jetzt nach Wien? Ja, du fährst jetzt nach Wien. Ann-Sophie und ich bin... Believe it or not, I'm walking on air. I never thought I could feel so free. Flying away on a wing and a prayer. Who could it be? Believe it or not, it's just me. Like the light of a new day, it hit me from out of the blue, breaking me out of the spell I was in, making all of my wishes come true. Believe it or not, I'm walking on air. I never thought I could feel so free. Look at me, falling for you. Jetzt seid ihr gefragt und sie zu Hause. Das ist eine Entscheidung, die hat Andreas so getroffen. Die müssen wir respektieren. Und deswegen ist Ann-Sophie unsere Gewinnerin. Meine Damen und Herren, hier ist die Gewinnerin des Deutschen... Hier ist die Gewinnerin... Hier ist die Gewinnerin des Deutschen Vorentscheids 2015. Ann-Sophie mit ihrem Song Black Smoke. When you look at me, you know your heart's to read, because the face I see.